Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons. Ah, wir haben wieder schönes Wetter. Na, heute ist das Feuerwerk, oder? Also wir müssen heute in eine Stadt. Ja. Aber auch nicht zu früh, weil es ist der Tag gleich wieder vorbei. Aber auch nicht zu spät, wenn sie da alle zumachen, ist auch wieder kacke. Meisterlicher Trockenleger. Okay. Oh, wir haben gar nichts mehr. Hier aber viel, ne? Ja. Hier war auch nichts mehr. Warum nicht? Kann ich schon so viel reindrücken? Doch. Ist ja mega. Das ist ja cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Tomatoes sind fertig. Und nochmal rote Paprika sind fertig. Das dauert noch. Das dauert auch alles noch. So, gehen wir erstmal einmal rein wieder, ne? Ich weiß gar nicht, haben die alle gestreichelt? Ne, die noch nicht, ne? Ja, ist ja gut. Er ist voll. Ja, jetzt geht das Futter auch zur Neige. Ah, vielleicht sogar noch mal ein zweites Beet mit Futter anlegen, wa? Kann nur hineingeben, ne? 99. Boah, dann müsste ich ja noch eins bauen eigentlich. Ist ja nicht viel eigentlich. Oder ich kann mal zum Zimmermann gehen. Irgendwie arbeiten tun die ja jetzt wahrscheinlich beim Feuerwerk zwar sowieso nicht. Muss ich da morgen mal hin? Ob ich das auch upgraden kann, das Silo. Das wäre ja schon irgendwie gut. Dann können wir natürlich jetzt auch nochmal so ein Feldchen daneben machen. Könnte man. Oh nein. Haben wir das Wichtigste fast vergessen. Futter aus Silo verfüttern. Kann ich das? Ah.
Da müssen auf jeden Fall mehr her. Ach, warte, wenn ich schon mal hier bin. Jederzeit ändern, das ist gut. Würde ich ja schon fast hier auch ein Silo hinstellen wollen bei den Hühnern, aber daneben ist kein Platz mehr für ein Feld, glaube ich. Oder? Nehmen wir das hin? Nee, ich glaube nicht. Freuen sich alle? Manchmal könnte ich mich echt... selbst manchmal punishen. So, dann bereiten wir hier nochmal was vor. Genau, und dann kommt da noch einer zwischen. Hier muss ich irgendwie noch Deko hinstellen, was auch immer. Weil das da sonst auch wieder zuwächst, glaube ich. Einer fehlt. Haben wir noch irgendwo einen? Nee. Müssen wir warten. So, jetzt müssen wir aber auch langsam rüber, glaube ich. Nee, da haben wir jetzt nichts für. Da. Mal eben sortieren. Mal eben nochmal gucken. Irgendwie hatte ich mal irgendwo aufgeschrieben. Hartholz brauchen die nämlich auch, wenn ich den Rest der Sachen noch verbessern möchte. So, dann gucken wir uns doch mal das Feuerwerk an, wa? Das Boot ist soweit fertig. Wir zünden die Raketen bald. Klingt gut. Danke für die Hilfe, Markus. Wie immer. Ich mache mich gar wirklich viel. Ohne die Vorrichtung, die du für uns gebaut hast, könnten wir diese Babys gar nicht abschießen. Buenos noches, Cactus. Heute Abend veranstalten wir ein grandioses Feuerwerk. Stimmt. Wenn du jemanden hast, der dir wichtig ist, solltest du ein bisschen Zeit mit ihm oder ihr verbringen und dir das Feuerwerk ansehen. Gut, das Feuerwerk soll bald anfangen. Ich muss mich auf den Weg machen.
Geil. Ja, das Feuerwerk ist ein ausgelassenes und beliebtes Sommerereignis in Unliebingen. Wenn du jemanden nahe stehst, könnt ihr euch das Feuerwerk gemeinsam ansehen. Es spricht aber auch nichts dagegen, wenn du dir allein einen schönen Abend machst. Rede einfach mit Nigel, wenn es losgehen soll. Okay, wo ist... Vibe. Vorne. Ich glaube, hier ist jetzt ja eh alles zu, ne? Ja. Kann ich ins Museum und so? Museum will ich gar nicht. Rathaus? Auch nicht. Ja, vielleicht kann ich hier nochmal was verbessern. Geht wahrscheinlich auch nicht an dem Feiertag. Boah, hier geht nix am Feiertag. Es scheint, Feuerwerke sind ein Symbol des menschlichen Lebens. Vergänglich, doch strahlend hell. Das ist ja der Fuchs. Hatte ich den jetzt eigentlich schon? Kann ich das irgendwo sehen? Ha. Gar nicht, wo ich auf meine gespeicherten Sachen drauf zugreifen kann. So, wo ist denn jetzt die Laura? Minden! Da ist sie. Könnte es natürlich auch mal so mit anderen Leuten quatschen, ne? Ich habe noch gar nicht so mit allen gequatscht. Wer ist zum Beispiel die dicke Frau hier? Hi there! Sally! Hallo Cactus, ich bin Sally! Ich führe das Café! Du musst unbedingt meinen Kaffee probieren! Der ist erstklassig, wenn ich das sagen darf! Ah! Ah! Du bist nicht von hier, oder? Bist du ein Tourist? Du bist also Cactus! Aha, stimmt, der Bürgermeister hat irgendwas davon erzählt, dass jemand den Hof übernehmen würde. Ich bin Blair, ich arbeite im Bistro. Schön, dass wir uns kennenlernen. Nicht den? Ja. Feuerwerk ist ein Spektakel. Aber es geht so schnell, wie es kommt. Wenn du mich fragst, ist das Teil der Magie. Huh. Meine Schwester freut sich schon darauf zu sehen, was für Raketen dieses Jahr verschossen werden. Die Vorfreude allein macht irgendwie Spaß. Yo. Yo. Ach, Bist das du in den ganzen Gerüchten? Cactus? Ich heiße Lars. Ich helfe meinem großen Bruder Clem im Werkzeugladen. Du bist auf einem Moped hergekommen, oder? Zufällig bin ich hier der Zweirad-Experte. Wenn du da mal was brauchst, bist du bei mir richtig. Kann ich da überhaupt noch mitfahren? Ja, Captain! Hallo. Dich habe ich hier noch gar nicht gesehen. Ah, du heißt Cactus, oder? Ich bin Georg. Und George? Ach, keine Ahnung. Der Captain der Fähre. Schön, dich kennenzulernen, Junge. Wer ist denn er? Mit dem Kopf wie ein Hauklotz. Du. Dosetsu ist das. Du bist Meister Cactus, richtig? Meister Victor hat mir von dir berichtet. Mein Name ist Dosetsu. Ich diene dem jungen Meister, dem Fürsten Iori, seit seiner Geburt. Das ist schön an einem Feuerwerk. Ist das laute Krachen, das einen durch Mark und Bein geht. Dosetsu und ich haben gerade darüber gesprochen. Schade, ich dachte, es geht noch weiter. Sorry für die dämliche Betonung. Hast du Bock auf mich? Wenn ich mir das Feuerwerk ansehe, kommen mir dabei immer wieder kurze Erinnerungen an frühere Sommer in den Sinn. Glaubst du, das laute Feuerwerk macht den Tieren Angst? Yep. Ich halte auch nichts von Feuerwerk. Ja, es sieht schön aus. Für die Tiere echt kacke. Oh, ich frage mich, was für eine neue pyrotechnische Tricks Nigel dieses Jahr aus den Ärmel zieht. Neuer Titel, Plaudertasche, siehste. So holt man sich den Kram. Früher hatten wir nur ein paar mickrige Raketen. Aber heute ist das ja eine richtige Show. Oh,
Es fängt bald an, also lehn dich zurück und genieße es. Ah. Lin. Ja, darf ich fragen, wie du bist? Du heißt Kaktus. Du bist doch auf dem Moped in die Stadt gekommen, oder? Ich heiße Lin. Ich führe mit meinem Opa den Blumenladen. Wir würden uns freuen, wenn du einmal bei uns vorbeikommst. Ich war schon bei euch. Welches Nahrungsmittel passt denn zu einem Feuerwerk? Vielleicht Brausepulver. Vielleicht auch nicht. Alter, war der schlecht. Gut. Was hier? Hallo. Es ist mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Ich denke, ich habe schon von dir gehört. Du bist Kaktus, richtig? Mein Name ist Sydney. Ich arbeite für gewöhnlich in der Stadt. Olivingen ist ein schöner Ort. Meine Familie gefällt es hier auch. Sind das nicht ihre Eltern oder so? Kennen wir ja auch. Oho. Ich finde Feuerwerk toll. So viel Flair. So viel Banache. Was ist denn Banache? Spreche ich das überhaupt richtig aus? Ich weiß es nicht. Ich bin schon ganz gespannt drauf. Oho. Feuerwerke sind wundervoll, oder? Na hier, die heiße Braut. Wow. Die es gerne von hinten mag. Wow, das Beste am Feuerwerk ist definitiv der Bumm. Siehst du, ich sag doch, die ist versaut. Das über den ganzen Himmel schallt. Genau den meinst du. Mhm. Ja gut, hier sind noch so viele Leute. Soll ich jetzt... Langt jetzt. Ich frage jetzt erstmal Laura. Mhm. In ein paar Minuten explodiert der Himmel in allen Farben. Ich bin so aufgeregt. Mhm. Okay. Dachte, ich könnte sie jetzt fragen. Hm. Alles gut, aber... Mhm. Ich dachte, ich könnte jetzt wieder jemanden fragen, aber... Irgendwas, was ich der Alten schenken kann? Und... Was ist rot und schlecht für die Zähne? Brettern ihr voll... Ja gut, dann starten wir einfach. Dann machen wir es halt alleine. Wow, liebe Entwickler, das war's wirklich. Habe ich vielleicht auch was falsch gemacht? Ich meine, ich habe sie ein paar Mal angeschnackt. Schon bauen können. Ich dachte immer, das braucht 5. Aber da war ich, glaube ich, beim Werkzeug. So. Und dann müssen wir morgen auf jeden Fall nochmal ein Baconwood kaufen. So, euch konnte ich ja noch nicht ernten. Nein. Ja, ich glaube, dann machen wir nochmal ein zweites Beet hier für Essen. Der Sommer ist auch bald rum. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Herbst und so aussieht. Ah, ich weiß nicht mal, ob das vielleicht sogar schon zu spät ist. Das könnte gut sein, ne?
10 Stück noch. Na, vom Hartholz noch ein bisschen mehr. Habe ich nichts so reinzugeben? Hier ja auch nicht. Hier könnte ich jetzt... ...was nachlegen. Gut, dann war's das für heute. Morgen müssen wir nochmal in die Stadt. Vielleicht nochmal ins Museum. Vielleicht kommt da nochmal was Schönes bei rum. Und Sachen kaufen. Dann machen wir Slaffy Slaffy. Wunderbar. Ah. Gut, meine lieben Zockerstacheln. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Wir gucken noch mal eben, was wir an Kohle kriegen. Oh, über 5. Das ist so mega geil. Geld haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal genug. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.